In diesem Video kümmern wir uns um zwei echte Wachstumsraketen, Fiverr gegen Upwork. In welche habe ich mein Geld stecken und wie sind mir mehr als 4000 Euro durch die Lappen gegangen, das erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei InvestBoost. Mein Name ist Michael Löffler und heute wollen wir uns mal zwei Plattformen der Gig Economy anschauen. Aber aufgepasst, dieses Video dient nur der Information und ist keine Anlageberatung. Alle Informationen können komplett falsch sein. Es kann ein Interessenkonflikt vorliegen, da ich investiert bin. Wie bereits angesprochen, gehören beide Plattformen zur Gig Economy. Da sagt ihr nichts? Kein Problem. Die Gig Economy bezeichnet einen Teil des Arbeitsmarktes, bei dem kleinere Aufträge kurzfristig an unabhängige, Selbstständige oder Freiberufler vergeben werden. Du kannst dir das so vorstellen wie bei Uber in etwa. Fiverr und Upwork bringen Freiberufler wie zum Beispiel Programmierer oder Autoren aus der digitalen Welt mit ihren Auftraggebern zusammen. Ein Beispiel: Du bist ein selbstständiger Bäcker und brauchst ein neues Brezel-Logo für deine Bäckerei. Dann gehst du auf einer der beiden Firmen-Homepages und kannst dir dann einen Designer auf der Plattform aussuchen, dir Referenzen des jeweiligen Designers anschauen und dann schlussendlich ihn buchen und beauftragen. Fiverr und Upwork treten hier jeweils als Vermittler in Erscheinung und erhalten dafür jeweils eine Provision. Und so einfach ist das Geschäftsmodell auch schon erklärt. Ich stolperte 2019 in einer Startup-Zeitung über Fiverr und ja, mir war sofort klar, dass ich in diesen Bereich investieren muss. Und so Feuer und Flamme wie ich war, investierte ich nach einem kurzen Check eine erste Beobachtungsposition zu einem Kurs von 18 Euro. Danach tauchte ich tiefer in die Gig Economy ein und stellte alle relevanten Kontrahenten gegenüber und blieb schlussendlich bei Fiverr und Upwork hängen. Und diesen super spannenden Check machen wir jetzt in einer einfacheren Form auch. Wie wir hier an den Zahlen sehen können, ist Upwork schon eine ganze Ecke weiterentwickelt als Fiverr. In 2019 machte Fiverr einen Umsatz von 108 Millionen US-Dollar, hingegen Upwork fast das Dreifache, nämlich 300 Millionen Dollar. Und dabei war auch der Verlust von Upwork nur halb so groß wie der von Fiverr. Aber was ist das? Auch wenn Upwork den dreifachen Umsatz erzielt und kleinere Verluste fährt, ist Fiverr wesentlich mehr an der Börse wert. Für mich gewann diesen Kampf der Konkurrenten Upwork. Und so kam es, dass ich meine Fiverr-Anteile wieder verkaufte und das freie Kapital in Upwork packte. In der Zwischenzeit ist fast ein Jahr vergangen und der Kurs bei Fiverr ging von 18 Euro hoch auf 134 Euro. Aus meinen publichen 46 Euro wären doch glatt 4690 Euro geworden. Tja, so kann es einem passieren. Aber Schluss mit dem Geheul, wir wollen ja wissen, wer heute das bessere Investment für die jetzt anstehende Zukunft sein könnte. Und die Frage, was eigentlich aus meinen Upwork-Anteilen wurde, das beantworte ich am Ende noch. Worauf wir unbedingt noch eingehen sollten, ist, wo liegen eigentlich die Unterschiede der beiden Plattformen oder der beiden Kontrahenten? Der hauptsächliche Unterschied zwischen den beiden Plattformen ist, dass sich Fiverr darauf konzentriert, Freiberufler für einmalige, kleinere Arbeiten zu engagieren. Upwork konzentriert sich darauf, langfristige Beziehungen zwischen Freiberufler und Kunden aufzubauen. So hat Upwork mittlerweile 50 Großkunden, die schon mehr als 1 Million Dollar auf der Plattform ausgegeben haben. Machen wir mal eine Pro- und Contra-Aufstellung. Für Fiverr spricht die höhere Bruttomarge von 78% zu knapp 70%. Was wahrscheinlich aber die Kursexplosion bei Fiverr entfachte, war das bisher höhere Wachstum. Und auch in 2020 geht man davon aus, dass wir eher noch einmal eine Steigerung der Wachstumsrate sehen werden. Es gibt Analystenschätzungen, die um die 80% und darüber liegen.
für Upwork spricht, dass schon mehr reell existiert. Mehr Umsatz, weniger Verlust und treue Kunden mit bewiesener Kundenbindung. Und das ist auch eine Kunst. Auftraggeber könnten ja auch die Plattform umgehen, um Kosten zu sparen. Nach dem Erstkontakt den Freelancer einfach direkt buchen, tja, und fertig. Was ich allerdings bei beiden Firmen für einen Kontrapunkt erachte, ist der fehlende Burggraben oder der ja, sehr dünne. Was hindert Firmen mit großer Reichweite, einfach ebenfalls eine Freelancer-Plattform zu betreiben? LinkedIn oder auch Facebook könnten das schnell und effektiv umsetzen. Allerdings hat die Vergangenheit gezeigt, dass es dann eher auf eine Übernahme hinauslaufen würde, die praktisch nie zum Nachteil der bereits bestehenden Aktionäre ist. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich erachte beide Firmen für wirklich gute und disruptive Firmen. Allerdings ist die eine fair bewertet und die andere ist mit einem erwarteten KUV von 28 teuer. Oder besser gesagt, extrem teuer. Weil um ein erwartetes KUV von 28 zu erreichen, bedarf es ein Umsatzwachstum in 2020 von sage und schreibe 80%. Also sollte das Wachstum dieses Jahr nur bei 40% liegen, sind wir schon bei einem KUV von 56 und die Aktie droht im Kurs zu kollabieren. Somit fällt meine Wahl wie auch 2019 weiterhin auf Upwork. Hier stimmt für mich alles. Das Zahlenwerk ist stabil, die Firma ist in einer Trendbranche, die erst noch am Anfang steht und die Story hinter Upwork ist einfach sexy. Und zu all dem gesellt sich aus meiner Sicht eine faire Bewertung mit einem erwarteten KUV von 6,4. Apropos KUV, am kommenden Dienstag mache ich genau zu diesem Thema ein Video. Ja, jetzt fehlt ja nur noch eines. Was wurde aus meinem Investment in Upwork? Ich kaufte in mehreren Chargen Upwork zu einem Durchschnittspreis von $7.37. Upwork entwickelte sich nicht so stark wie Fiverr, aber 140% Kursgewinn in einem Jahr ist ebenfalls eine traumhafte Rendite. Und nicht realisierte mögliche Gewinne sollte man eh nicht nachweinen. Und somit endet der Kampf der Freelancer-Plattformen und auch dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Einschätzungen von mir wollt, lasst mir ein Abo da. Und ciao!